Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Super New Super Mario Bros. U Deluxe. Der letzte Part hat es leider nicht gespeichert, deshalb ist es wunderbar, weshalb das Level da hinten nicht gemacht wurde. Da ist halt jetzt egal, ob man links oder rechts lang geht, lass es einfach passé und mach diesen Eisgesapft ist hier Level und dann gehen wir weiter. Oder machen weiter mit Buhu und dem Schloss, für das dann wieder Mopsi verwendet. Dieses Level hier will ich mal mit Mario meistern. Werden wir sehen, inwiefern mir das gelingt. Ich wollte ja eigentlich noch so ein... Dann ist es wird mir nicht gelingen. Joa. Und mal seine Zahl von dir, Eisblock, dass du hier... Die ist schon kritisch, die Stelle hier. Nee, weil ich will es mal mit meiner Omas meistern. Weil die Pisette, die ist halt... Nee, also... Ist jetzt halt in der keine Vorteile. Weil klar, die kann ein bisschen rumfliegen. Das ist alles auch so gut, aber es... nützt mir hier jetzt relativ herzlichst wenig. Muss man nach oben und nach unten achten. Das ist ein bisschen viel, auf was man hier achten muss. Lell. Digga, das heißt so rutschig. Man muss irgendwie dreimal anziehen, dass mir irgendwo nicht runterfällt oder so. Richtig behindert. Ah! Ja, mal war abzusehen mit Mario. Oh Gott, nein, bitte, lass die Welt nicht zurücksetzen. Ist dummes Kind. Ach, ich muss das Nummer machen hier, ne, oder? Ich mache es jetzt mit Mopsi. Habe jetzt nicht dran gedacht, dass das also auch sein könnte. Ach, leckt mich doch am Zuckerle. Macht das jetzt mit Mopsi hier. Yay. Yeah. Ja, ich spiele hier wirklich mit Mopsi. Es haben Leute in den Kommentaren geschrieben, dass wenn man mit Mopsi spielt, die Lieder in der Welt nicht zählen. Glaube es aber nicht, weil man das Spiel mit Mopsi komplett durchspielen kann. Geht es auch gerade für Anfänger. Also es ist möglich, es komplett durch das Spiel mit Mopsi. Habe ich es nicht zwangsweise vor, vielleicht auch, ich weiß es noch nicht. Ich weiß, dass es ein bisschen lame ist, aber es ist ganz witzig. Und ich meine, das ist, wie Nintendo schon gesagt hat, was für Leute, die noch nie Let's Play gespielt haben. Oder für Leute, die einfach auf das Sorg im Allgemeinen nicht klarkommen. Sehr miss. Meine, es kommt auf das Play gefühlt nicht klar. Trotzdem das Play ist, weil es lustig ist und mir einfach Spaß macht. Mal jeden halt das seine, so wie er es möchte. Natürlich, ich habe da jetzt zwei, drei Loser, also nicht so nette Kommentare gelesen, drücken wir es mal so aus, aber dieses Haus, oh, das ist das, die größtenteils ausblende. Ach, kann ich es nicht Dossi verwenden hier? Ich kann mit denen irgendwie hochspringen, lell. Was kurios. Ja, ich kann mit dem Item selbst, wenn ich es mich blöd anstelle, immer noch runterfallen. Weil haben Leute gefragt, ja, geht das? Geht? Frage ich mich einfach mal nicht, wer es weiß, aber es geht. So, das muss man mit mehr Anlauf draus machen. Das habt ihr doch neulich bekommen. Wie ich das gestern oder vorgestern, wann auch immer das war, gespielt habe. Wunderbar. Jetzt ganz mal rein. Ja.
Gut, hier muss man dann gegensteuern. Und dann schafft man sowas, was in Ordnung ist. Ja, ist das für die große Schwierigkeit. Wie gesagt, als Mopsy schon sehr einfach. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe so ein Reiz, das als Mopsy loszuspielen, weil es halt so deutlich einfacher, weil es. Weiß nicht, wie oft es mit dem Gegner gekillt wird, alles drum und dran. Ne. Also. Ah ja, es kommt nicht Pinguin der, aber ich glaube, das hat er sogar auch im letzten Part schon gemacht, damit es nicht alles täuscht. Aber ein bisschen ärgert es echt hier, dass ich den Spaß hier gestern nicht gespeichert habe, ne? Mich wundert das auch auf übelste. Lel. Aber kann das mal passieren, sowas? Ich meine, war nur. Items gehen übrigens gar nichts mit Mopsy. Haben es auch Leute gefragt, ja, gehen irgendwie Items, geht gar nichts mit Mopsy. Ich meine, ist auch unbesiegbar, da braucht er ja nicht nach. Irgendwie Items auch noch so nehmen oder sowas. Wäre so eine bisschen unnötig, ne? Gut, kommt nur noch ins Tat, haben wir uns im Inventar fast voll hier. Mit wunderbar leckeren Items. Aber jetzt machen wir hier das 5. Level. Eisgezapf ist gar nicht irgendwie so ein Anspielung an O-Zapf ist, was wir Bayern kennen. Am Oktoberfest. Ich glaube, das ist erst eine Anspielung darauf hier. Weiß ich nicht, ob ich kenne das Oktoberfest. Ich glaube, das kennt man auf der ganzen Welt. Also definitiv halt auch außerhalb von Bayern. Ich war da früher total oft, aber irgendwann verliert es einen Reiz. Also wenn man, keine Ahnung, 5-6 Jahre am Stück da war, hat man danach irgendwann auch die Schnauze voll, weil jetzt ist doch immer wieder dasselbe. Irgendwie Chinesen, die es betrinken. Ja, vereinfacht gesagt. Also Oktoberfest war mal lustig. Verliert aber den Reiz, finde ich. Ich meine, natürlich, wenn man nicht gerade aus München kommt und da irgendwie mal einmal oder so hingeht, dann ist das so bestimmt ganz cool und lustig. Aber wie gesagt, wenn man jetzt 3-4 Mal da war, reißt das auch meiner Meinung nach. Vereinfacht gesagt. Digga, was ist das für ein. Das ist so Plattform hier. Ich glaube, man muss irgendwie theoretisch hier oben rein. Keine Ahnung. How to. Das ist immer so scheiße knapp, wenn ich hier springe. Ich werde das erstmal mit Bedacht machen. Ich glaube, wenn der Große wirklich komplett auf einem drauf landet, dann ich will übrigens auch tun. Ja, das Info Oktoberfest hat einen Reiz verloren, meiner Meinung nach. Braucht ja auch nicht jedes Jahr drauf zu gehen. Andere Gäste gehen der. Ja, ist klar, dass das erst so nach unten geht hier. Wusste es jetzt nicht. Hat jemand mit Oktoberfest? Habt es gerne mal in die Kommentare. Dann ist jetzt das Thema hier für diesen Part Oktoberfest, weil er war. Ja, wie gesagt, so oft habe ich Themen, die da ganz lustig jetzt klar, bis wir mit Oktoberfest angefangen haben. Also es gibt halt wirklich coole Attraktionen auf dem Oktoberfest, so Karussell und ähnliches. Es gibt. Bin ich dumm? Also es gibt paar wirklich coole Sachen da, aber es gibt auch Sachen, die nicht ganz so cool sind. Habt ihr gerade gesehen, dass dann Sternchen gezählt dran? Richtiger Ehrenmann hier, die Person. Ich glaube, der Miller war es mit Sternchen gezählt. Übelst nice Aktion. Herzlichen Dank dafür, weil ich es hier gerade eingeblendet gesehen habe. Übelst nice. Also alle, die Sternchen gezählt haben, jetzt schon hier Favorite-Abonnenten. So. How to get on this point, like exactly I did it. It's not easy. Ja, sind wir Oktoberfest. Ist lustig. Also, ich glaube halt das, was man da immer macht. Man setzt es in Bierzelt, ins Hofbräuzelt oder so ähnliches. Da gibt es total viele. Und dann säuft man da besser. Digga! Wie bin ich da dran geklatscht? Man säuft besser und hat einfach Spaß. Und. Das ist peinlich hier. Es darf nicht so fällen. Und hat eben. Ja, säuft. Dann, wenn man ein bisschen was drin hat hier in Bayern, halt nein, kein Superassistent.
Wenn man ein bisschen was drin hat, fängt man an, Fahrgeschäfte zu fahren. Was mit ein paar Promille durchaus lustig wird. Da wird eine in Anführungszeichen harmlose Achterbahnfahrt so schnell dann zu einem Erlebnis des Lebens. Wenn man dann mit weiß nicht wie viel Promille irgendwie Achterbahn fährt. Denkt ihr was an die ganze Zeit zu RIP, I will die. Junge. Irgendwie sowas in der Art. Aber keine Ahnung, sonst ist es eigentlich. Verliert halt an Reiz des Oktoberfest. Da man damals alles gesehen hat. Man sind quasi jedes Jahr dieselben Fahrgeschäfte und Slugm ist tot. Aber es ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man das jetzt unbedingt zwangsweise, ich glaube, Alter, jedes Jahr aufs Neue besucht. Keine Ahnung, machen halt viel Münzner, die in der Nähe sind, aber mehr halt auch nicht. So. Und selbst ich kann sagen, ich brauche da nicht jedes Jahr hingehen. Ich meine, klar, wenn mal Freunde kommen von irgendwo außerhalb, dann gehe ich mit denen natürlich hin, aber primär, weil die sehen wollen und nicht, weil ich sie noch unbedingt sehen will, weil ich weiß ja schon, wie es ist, das Oktoberfest. Ich kenne das ja schon, ne? Ja. So, gehen wir jetzt erstmal schön zum Tod raus. Und so. Danke! Mal schauen, was es hier Tolles gibt. Bevor wir uns da ins nächste Level stürzen. Ach ja. Gut, hier hast du einfach das Weite. Merken muss, wer Bowser war. Ich glaube, hier machst du mal nicht Bowser. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt was Gutes bei rauskommt oder nicht. Sie werden es gleich sehen. I have no idea. Ja. Leider nur Pilze, aber macht ja nichts mehr besser als nichts. Und damit ist mein Inventar, glaube ich, inzwischen auch so ein Sim-Dissam ist voll, ne? Ja, moin, oder? Es ist voll, vereinfacht gesagt. So, jetzt haben wir hier ein richtig ätzendes Buh-Level. Und danach irgendwie noch mehr ätzendes Heiße. Buh-Level machen wir noch. Schauen wir mal, wie das Level ist. Sorry für den eventuellen kleinen Cut, falls ihr den bemerkt haben solltet. So, die tun mir auch nichts, die Geister, wunderbar. Ja, habt ihr gemerkt, was meine Cup, wenn ich das abgesetzt habe? Eieiei. So, generell gilt. Ja, das war mir klar, dass das hier ein Prank war. Erstmal hier auf den Peace wird's hauen. Fuck. Okay, das war doch der Rest. Moment mal. Kann man das gute Ding nochmal auslösen? Ich habe gar keinen Block mehr, das verstehe ich nicht. Wieso hat man jetzt hier auf einmal keinen Block mehr? Nee. Kann ich sagen, aber da ist eine Tür. Die ist bestimmt wichtig. Ich habe keine Ahnung, ich will nur irgendwo durch irgendeine Tür kommen und ins Ziel gehen. Ich erinnere mich an diese Trolling-Level hier. Leider Gottes halt auch nicht mehr. Oh. Ich gehe lieber durch Türen, die ich finde. Uff. Und das kann sehr verwirrend sein. Bestimmt nur so ein harter Trolling-Pfeil. Andererseits vielleicht auch nicht.
Ich wette, das wird zu hart getrollt werden hier. Ich wette, er ist so hart. Moment mal, wir gehen da rein. Ist ja normal, dieses Level. Ich wollte gar nicht rein. Aber nochmal dieselben Spaß hier. So complicated. Wo soll es denn hier sonst weitergehen? Ah. Das wollen die also von mir. Wo geht's jetzt rein? Geht er wieder zurück oder nicht? Was dir ist nicht. Was wollen die von mir? Ich verstehe dieses Level hier nicht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das sonst nirgendwo irgendwas sowas ist, oder? Hä? Was will Nintendo hier von mir? Was haben wir gleich hier durch die... Digga. Nintendo, was wollt ihr? Vielleicht muss man gar nichts zu tun, sondern hier unten ist noch irgendwo was. Nö, hier ist nirgends sowas. Okay. Aber wie behindert ist das Level, Alter? Das ist ein von wenigsten Level, wo ich wirklich sage, lass die eine Automatik, also dieses Auto-Luizi-Ding spielen. Weil, ach, nee, geht gar nicht sowas. Was, wenn wir jetzt einfach mal hier rangehen? Ach nee, die war auch toll hier. Ich darf halt nicht hier von so Trolling-Touren getrollt werden, weil... Ich hätte das noch Fehler, dass ich hier durch die Tür gehe. Nee. Ich weiß jetzt noch gar nichts. Ich trotzdem alle verwirrend und behindert hier. War es da nicht Kratzen drin? Ey, was ist die Oberhalle?
So, let's gonna wait for this tour. Aber ab hier wird's halt dann richtig verwirrend. Eigentlich nicht. Hier war's doch auch vorher noch nicht. Gut, dass ich das noch rechtzeitig gemerkt habe, dass die Dinger wieder so Dings werden. Bin ich jetzt auf das hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Glaub so, ne? Oh komm, um Millimeter an der Size Coin vorbei. Der ist ein Size Ernst hier. Ah, shit. Natürlich, ist ja normal, dass es so wieder drunter geht. Nee, also diese Trolling-Level hier, die kann ich sowas, das kann ich überhaupt, also wirklich überhaupt nicht abhaben. Da fühle ich mich mehr als nur hart getrollt. Und die soll jetzt ein bisschen fix und super Assistent-Typ Bubi machen. Sonst muss es anderweitig dafür sorgen. Behindert hier dieses Level. Nee, ganz ehrlich, ist wäre ein super Assistent. Come to me, come, join me. Bin so blöd für dieses Level. Sonst kam der doch immer total schnell, aber wenn man einen wirklich vermisste, nix gibt's hier. Ich habe keine Ahnung, wo man da wie springen muss, dass es irgendeinen Sinn ergibt. Oh nein. Das ist das ätzendste, ans ätzendste Level aus dem Spiel. I can tell you. Nein, nein! Was? Ja, wir hatten ja eigentlich in diesem Part, das will dieses Dreckslevel nicht, aber es muss machen, hilft ja nichts. Wir hatten ja in diesem Part angefangen, über das Oktoberfest besser zu labern. Wie gesagt, oh nein, man, das Level ist doch so richtig scheiße. Ui, ich habe 9 Abonnenten. Kam gerade zu der Sound. Keine Ahnung, wer es ist. Weil der Sound kommt auch bei Aufnahmen, aber hat eben nicht mehr. So. Sieht mal, was hat alles passiert. Doch, damals war es schon. Herzlichen Dank für dein Abo. Sag ich jetzt einfach mal hier ein Video, ist ja auch mal verkehrt. Danke für den Abo, willkommen der Community. Jetzt hat sich noch dieser Abos-Anzeiger drin ist. Lel. Aber herzlichen Dank für den Abo. Sag ich jetzt einfach mal ein Video. So, jetzt hört ihr die ganzen Soundgesedere hier, das weiß ich. Ach ja. Ja und ach nein zugleich, weil ich einfach so dumm bin. So, ist ja die große Preisfrage, wer ist das Ziel? Joa, jetzt würde ich mal sagen, das war scheiße knapp. Ach, ich musste ja gar nicht mehr, ich war ja gerade so dritt, glaube ich, ne?
So war so, das war ja so eine, okay. Um mal jetzt hier live in so einem Video so einen Abonnenten zu generieren. Ja, ist das Springen halt eher. Boah. Nee, also dieses Jump'n'Runs hier ist jetzt nicht meine Stärke. Wenn es hier vor gefühlt so. Ich verstehe erst nicht, ich verstehe in diesem Size-Level nicht, was die ganzen Dudes hier von mir wollen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Als ob, Alter! Ich hab A gedrückt, um zu springen! Junge, dieses Level kostet mir so hart an! Dieses heißt toll, dass es etwas zu fesseln von 1000 verfickten Türen manieren muss! Nix para. Oh, danke! Ja, du Easy, das machst du uns das mal! Da bin ich mal gespannt, wo wir da lang müssen hier, Alter! Das ist ja nicht mal schön! Kann es bei mir auch ein bisschen wirklich dauern, hier die 4 Sekunden. Kann ein bisschen dauern. Also, das ist so hart, aber besser kann es dauern. Irgendwie passt du jetzt ja auch hier rein. A la Luigi's Mansion Style. Ach, da ist die Tür. Okay, dann kommen wir wieder hierher. Hier war es ja auch irgendwie schon mal vorhin gelandet, wie auch immer. Man muss auch erstmal drauf kommen, dass man hier irgendwo lang muss. Da wäre mal eine Tour gewesen. Hier kann man es dann wieder allein. Aber was zum. Aber was zum Henker war das da gerade, Alter? Links die Tür, rechts die Tür, oben die Tür, unten die Tür. Das ist eigentlich mal feierlich. So, halt, stopp, wir tun fortfahren. So, ja, das Boss-Level machen wir jetzt aber trotz alledem noch in dem Part, weil da haben wir es halt weg. Ist angenehmer, wisst ihr, was ich meine, ne? So, da la, da, da, da. Let's go, Mopsy, das packen wir jetzt. Ich bin zuversichtlich. Wenn man sich mal die Level hier anschaut zum Teil und dann anschaut, wie ätzend die zum Teil einfach sind.
Der kann einen übrigens hinüberrollen und tatsächlich auch töten, diese Dinger. Also hier müssen sogar wir auch aufpassen. Weil die haben es erst vor hinter Ohren, auch für uns normale Spieler. Also, heißt jetzt normale Spieler halt, die eben nicht solche Dinger wie Mobs hier haben. Diese Mini-Dinger hier, die sind auch, die sind richtig komisch. Hier warten wir jetzt lieber. Können wir hier anspringen. Boah, war das scheiße knapp hier. Hier rein, nö. Sieht ein, das ist der Fun hier, okay. Ach so, jetzt geht dieser Spaß wieder los. Ich weiß nicht, ob ich gegen die Dinger hier auch immun bin. Ich habe im Moment einfach gesprungen, wenn am Anfang mal sicher so gehen. So, jetzt haben wir so einen Boss, die Castle ist erst nicht mehr mit Mobs hier. Oh, jetzt kommt die Fendi hier. Kreis sind immer ganz gern fettes Necker genannt. So, wenn die kommen, weg mit dir. Nee, das ist jetzt nicht wirklich fair, überhaupt erstmal. Ja, nee, nichts gibt hier. Hier hat es ausgewut. Ist nicht so die große Schwierigkeit. Ja, ja, ist gut. Da 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 hup, hup, da 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 da. So. Und weg bist du schon. Ja, mei, geht das da hier. Yay, da freuen wir uns doch. Freuen wir uns aller Noob. So, New Party in der. Nein. Wunderbar. Eins auf die Fresse bekommen hat das Ding. So, und damit fährt das sich wohl weiter. Ja, yeah, wir freuen uns. Und machen uns so gleich. Und jetzt seid die Zeugen, dass sie gespeichert haben. Jetzt machen wir uns zugleich auf den Weg in ein neues Territorium. Aber was passiert jetzt? Ja, da war's. Hat uns hier jetzt Bowser mitgenommen oder wie? Na, das ist spannend. Wie es hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Macht's gut bis dahin und ciao, Leute.